Ja, ich begrüße Sie auch sehr herzlich. Wie gesagt, ich habe schon einige Male hier sprechen dürfen. Ich bin auch immer wieder sehr beeindruckt von der Organisation, aber auch von dem Interesse. Und als ich gerade hier vorne saß mit den Kollegen, habe ich mich gefragt, es sind ja schon wahnsinnig viele Informationen, die hier gezeigt werden. Das macht, glaube ich, schon deutlich, wir reden über ein Krankheitsbild, was sehr, sehr komplex ist. Und Sie als Patient merken das natürlich in der täglichen Realität. Sie wissen, dass es viele unterschiedliche Therapien gibt, die Sie durchführen. Das liegt eben daran, dass die Krankheit so vielgestaltig ist und so viele unterschiedliche Komponenten hat. Und was ich versuchen möchte, ist einmal noch die Medikamente, die Sie vielleicht teilweise schon kennen, teilweise vielleicht auch noch nicht kennen, Ihnen kurz vorzustellen und dann vielleicht auch noch auf einige Aspekte einzugehen, die bisher noch nicht so angeklungen sind. Viele der Dias oder der Themen überlappen sich natürlich. Meine Vorredner haben das Krankheitsbild und auch die akuten Verschlechterungen schon exzellent eingeführt. Und dieses Dia haben Sie schon gesehen. Für uns ist es wirklich extrem wichtig, dass wir den Schweregrad der Erkrankung wirklich sehr gut untersuchen und feststellen und festlegen. Und die Verengung der Atemwege, die ja da eines der wesentlichen Charakteristika der Erkrankung ist, objektiv messen. Herr Professor Tauber hat das ja schon vorgemacht und auch nochmal genau erklärt, wie wir das machen. Und wir kommen eben zu unterschiedlichen Schweregradeinteilungen anhand der Obstruktion, also der Verengung der Atemwege. Und auf der anderen Seite hat Herr Professor Rabe Ihnen ja sehr, sehr deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, die Exazerbationen auch tatsächlich mit in die Beurteilung hineinzunehmen. Und das ist gar nicht so einfach, weil was ist eigentlich eine Exazerbation? Die Exazerbation kann wirklich nur im täglichen eine Verschlechterung darstellen für einige Tage. Es gibt aber natürlich die schweren Exazerbationen, die auch dann einen Cortisonstoß erfordern. Es gibt die ganz schweren, die Krankenhausaufnahme erfordern. Und das ist gar nicht so einfach, das zu definieren. Und wenn man sich die internationale Literatur anschaut, dann gibt es da auch durchaus noch einen Disput, was jetzt wirklich als Exazerbation zu charakterisieren ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns dazu durchgerungen, doch die Exazerbation als einen ganz wesentlichen Faktor auch mit in die Einschätzung hineinzunehmen. Und das Dritte sind natürlich die Symptome. Das heißt, wie schwer ist denn wirklich die Luftnot? Und auch das ist nicht so einfach. Wir versuchen, das immer besser zu objektivieren und zu messen. Und warum machen wir das alles? Weil wir eben dann eine stadiengerechte Therapie durchführen wollen. Das heißt also, die Klassifikation der COPD ist eine Mischung, also eine Kombination aus Lungenfunktionsuntersuchungen plus eben den Exazerbationen und den Symptomen. Ja, und Sie sehen, das führt dann hier zu dieser Vierfeldertafel A, B, C, D letztendlich und dem Schweregrad. Und das ist das, worauf wir uns letztendlich dann berufen. Was sind denn jetzt unsere Ziele der Therapie? Was können wir auch von der Therapie hoffentlich erwarten? Also natürlich das Wichtigste für Sie zunächst einmal ja natürlich die Verbesserung der Symptome. Sie wollen weniger Luftnot haben, Sie wollen keinen Husten mehr haben, keine Probleme mehr mit Auswurf haben. Das ist ein ganz wesentliches Therapieziel, was man auch immer wieder spezifisch adressieren sollte und auch im Gespräch mit dem behandelnden Arzt diskutieren sollte. Wie sind denn meine Symptome? Ist denn die eingestellte Therapie, führt die auch wirklich zur Linderung der Symptome? Das ist für Sie als Patient ganz wichtig. Dann der zweite Punkt, und das ist schon ein bisschen schwieriger zu messen, wir wollen natürlich die Häufigkeit von Exazerbationen vermindern. Wenn man sich gar nicht so darauf einigen kann, was jetzt wirklich alles eine Exazerbation ist, dann ist das natürlich schwierig. Aber was Sie halt eben beobachten sollten, ist, wie häufig geht es mir wirklich schlechter, wie häufig nehme ich Zusatzmedikamente ein und das auch gut notieren, damit Sie das mit Ihrem behandelnden Arzt besprechen können. Weil wie soll der denn sonst messen oder feststellen, ob seine neue Therapie, die er Ihnen vielleicht gibt, wirklich auch hilft. Ja, das heißt, Sie müssen als Patient ganz wichtig hier entweder ein Patiententagebuch nutzen oder sich das ins Smartphone notieren oder wie auch immer, dass Sie dezidiert auch sagen können, guck mal, in den letzten 3 Monaten habe ich doch an vielen Tagen noch zusätzliche Medikamente einnehmen müssen. Nur dann kann man dann ja auch danach sagen, jetzt ändern wir die Therapie und das ist jetzt tatsächlich weniger geworden. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann natürlich
natürlich sollen die Schwere der Exazerbationen vermindert werden. Ja, wir wollen natürlich verhindern, dass sie ins Krankenhaus aufgenommen werden müssen, weil das ist immer der Worst Case. Eine Krankenhausaufnahme mit einer Exazerbation ist ja fast gleichzusetzen mit einer Krankenhausaufnahme für einen Herzinfarkt. Ja, es ist ein ganz akutes, bedrohliches Ereignis, wo man potenziell auch dran versterben kann. Ja? Das heißt, das muss natürlich verhindert werden. Und wir alle müssen wissen, wie schwerwiegend das ist und da zusammen das verhindern. Und da gibt es natürlich viele Studien, die vor allen Dingen deshalb auch auf diese schweren Exazerbationen abzielen. Der vierte Punkt ist die Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Auch das ist schon angeklungen. Das ist extrem wichtig. Jeder Schritt zählt tatsächlich. Ja, der körperliche Fitnesszustand oder die Leistungsfähigkeit, die muss erhalten bleiben und möglichst natürlich gerade in den frühen Stadien durch eine optimale Therapie, die sehr komplex ist. Ich rede jetzt nur über die Medikamente, aber es gibt ja noch viel mehr. Aber da letztendlich auch noch gesteigert werden, sodass man eine Reserve hat, von der man dann auch profitieren kann im Lauf der Erkrankung, weil es ist leider eine chronisch progressive Erkrankung. Das heißt, es wird über die Zeit leider immer weniger werden. Ja, das ist im Alter sowieso so, aber das ist bei Patienten mit COPD eben in besonderem Maße so. Man spricht ja auch von einem beschleunigten Altern eigentlich der Lunge. Ihre Lunge altert schneller als die Lunge ihrer Altersgenossen, die keine COPD haben. Also das muss man natürlich wissen. Und allgemein wollen wir den Gesundheitsstatus verbessern. Das ist natürlich ein sehr hehres Ziel, sehr schwierig, aber das sollte man auch nicht aus dem Auge verlieren. Also, bei der medikamentösen Therapie, und darüber bin ich gebeten worden, heute nur zu sprechen, die ja nur ein Teil der Therapie darstellt, versuchen wir natürlich immer, an den Ort des Geschehens die Medikamente zu bringen. Das heißt, die inhalative Therapie, also die Medikamente, die einzuatmen sind, das ist die Basis der Therapie. Warum betone ich das so? Weil wir haben natürlich viele andere Medikamente, zum Beispiel Tabletten, die wir schlucken, die wirken immer auf den ganzen Körper und die verursachen auch im ganzen Körper Nebenwirkungen. Eine Therapie, die wir einatmen, wirkt nur auf die Atemwege und wenn sie Nebenwirkungen macht, dann Gott sei Dank nur dort. Ja, und wir wissen inzwischen ja auch, dass die COPD eine Systemerkrankung ist, dass es also auch außerhalb der Lunge überall Entzündungsprozesse gibt und insofern ist es wichtig, das voneinander zu trennen. Bei dieser Applikation der Medikamente in die Atemwege, das ist wahnsinnig schwierig. Und das wissen die Ärzte, die Patienten wissen es umso besser. Ja, es ist wirklich schwierig, das Medikament als Aerosol oder als Pulver zum Beispiel so einzuatmen, dass es sich auch wirklich an den Ort des Geschehens kommt, in die Atemwege. Ja, Sie müssen sich ja vorstellen, zum Beispiel in einem Aerosol, da sind ja die Teilchen als feiner Nebel im Prinzip, den Sie einatmen, die müssen ja mit dem Atemstrom in die Atemwege kommen, aber auch genug Zeit haben, sich auf die Atemwegswand dort niederzusetzen und dann an die Rezeptoren zu geraten, wo sie dann ihre Effekte ausüben sollen. Ja, das heißt also, da ist sehr viel Hightech inzwischen notwendig und wir haben das auch, Gott sei Dank, aber da muss man auch individuell für sich die richtige Lösung finden. Und wenn Sie das Gefühl haben, das Medikament irgendwie, ich merke da nichts von oder ich vertraue dem nicht, dann besprechen Sie das bitte mit Ihrem Arzt. Das ist wichtig, dass der das weiß. Ja? Weil wir haben so viele unterschiedliche Medikamente. Ich kann Ihnen die jetzt hier auch nicht alle zeigen. Ja? Das sind ja 40, 50, 60 Devices alleine, die wir haben. Und dann noch alle möglichen anderen Feuchtinhalationen und so weiter. Also das ist schwierig. Aber wichtig ist, dass Sie das thematisieren und besprechen. Und eben das Inhalationstraining. Ja? Wenn Sie mit Ihrem Inhalator nicht klarkommen oder das nicht verstehen oder irgendwie zweifeln, dann müssen Sie das sagen und dann müssen Sie sich schulen lassen. Und da dürfen Sie auch nicht schüchtern sein oder sich schämen. Ja, es ist ganz wichtig, dass Sie das perfekt beherrschen, weil nur dann können die Medikamente auch wirklich ihren Effekt zeigen, den wir ja sehr, sehr ausführlich messen im Labor, in Tierexperimenten, in vielen großen klinischen Studien. Wir wissen, dass die Medikamente gut helfen, aber ein Hauptproblem ist ja, dass sie nicht 100% richtig an den Wirkort gelangen. Und das ist ein großes Problem. Gut, die unterschiedlichen Klassen werde ich nur ganz kurz streifen. Die sind teilweise ja auch schon gezeigt worden. Auf der einen Seite ist natürlich eine ganz wichtige Basis der Therapie. Wir wollen die Atemwege so gut wie möglich öffnen oder offen halten. Jetzt haben Sie ja schon ganz viele ganz tolle Bilder gesehen und da haben Sie auch, glaube ich, schon verstehen können,
so viel kann man von diesen Medikamenten leider nicht erwarten, weil ganz viel halt eben strukturelle Veränderungen sind. Da ist einfach etwas zerstört, da ist etwas narbig umgebaut. Da kann ich mit Medikamenten häufig nicht mehr viel erreichen. Trotzdem muss man sie nehmen, weil es eben immer doch Bezirke gibt in den Lungen, das haben Sie auch gesehen. Das ist ja sehr heterogen, es ist ja nicht überall gleich zerstört. Häufig ist es oben mehr zerstört in der Lunge als unten. Wir wollen natürlich so viel wie möglich Lungengewebe so gut wie möglich mit Luft ventilieren oder den Luftstrom dort ermöglichen. Und darum müssen Sie die Medikamente nehmen, aber Sie dürfen auch keine übersteigerten Erwartungen haben. Also die kurzwirksamen Medikamente, die sind natürlich dafür da, häufig werden sie als Bedarfsmedikation eingesetzt. Die sollen Ihnen helfen, Ihre Symptome akut zu verbessern. Leider kann man davon nicht beliebig viel nehmen, weil nach 4, 5, 6 Hüben werden Sie stark doch Nebenwirkungen bekommen, weil ein Teil der Medikamente eben doch ins Blut gerät und Sie dann doch zum Beispiel Herzrasen bekommen können. Das müssen Sie wissen, das werden Sie sicherlich auch selber schon mal erlebt haben. Ja, also man kann es nicht beliebig steigern. Dafür haben wir ja auch die langwirksamen Substanzen, die letztendlich über 12 oder sogar 24 Stunden für eine Erweiterung der Atemwege sorgen. Also die Bronchodilatatoren, ganz wichtig. Und hier drunter sehen wir gerade in den frühen Stadien natürlich noch eine Besserung der Lungenfunktion, auch deutliche Effekte auf die Luftnot. Und das hat der Professor Rabe ja schon gesagt, die vermindern auch gerade die langwirksamen natürlich die Exazerbationsrate, was sehr, sehr wichtig ist. Dann haben wir hier auf der einen Seite die Anticholinergika und da gibt es die kurzwirksamen und langwirksamen. Wir sind inzwischen bei 24 Stunden wirksamen Medikamenten. Ich will nicht jetzt auf alle Substanzen im Einzelnen eingehen, aber nur, dass Sie das wissen, das ist die eine Seite. Das sind also Medikamente, die auf einen speziellen Rezeptortyp wirken und dann auf der anderen Seite die Beta-2-Sympathikomimetika, die aktivieren einen anderen Rezeptor. Ja, also wir haben diese zwei Rezeptoren, ja, die Acetylcholin-Rezeptoren und die Beta-Rezeptoren. Was Sie nur wissen müssen, es gibt eben diese zwei unterschiedlichen und darum werden die auch häufig kombiniert, weil die eben beide additiv, also aufeinander aufbauende Effekte haben. Ganz wichtig und viele von Ihnen werden auch diese Kombinationspräparate natürlich haben. Stichwort, Sie sehen die Abkürzung hier, LAMA, LABA, das sind die Abkürzungen, die sich sicherlich schon rumgesprochen haben. Also diese LAMA-LABA-Kombinationen sind natürlich so das Maximum, was Sie aktuell an bronchialerweiternden Medikamenten erwarten können. Und Sie sehen aber eben auch, es gibt eben eine ganze Reihe von unerwünschten Effekten, die man eben auch zusammen besprechen muss, wonach gefragt werden muss, die Sie bitte aber auch angeben, zum Beispiel Muskelkrämpfe. Ja, ganz viele COPD-Patienten haben da wirklich Probleme damit. Das muss man einfach thematisieren und dann macht es manchmal auch Sinn, von einem Präparat aufs andere zu wechseln, um das nochmal zu überprüfen, ob es da vielleicht eine Verbesserung auch im Nebenwirkungsprofil geben kann. Theophyllin wurde schon mehrfach erwähnt, wird eigentlich kaum noch empfohlen. Es gibt einzelne Patienten, die darauf schwören. Es gibt da auch eine pathophysiologische Überlegung, warum das bei manchen Patienten tatsächlich eine Wirkung haben kann, ist jetzt aber als Add-on bei LAMA-LABA kann man da nicht mehr viel Effekt erwarten, ist aber auch noch immer in der Diskussion und im Einzelfall etwas, was man diskutieren kann. Dann der zweite ganz wichtige Punkt, die entzündungshemmenden Medikamente. Wir haben ja schon viel gesprochen über den Schleim und die Entzündung, das wurde Ihnen sehr plastisch gezeigt. Ja, und da hoffen wir ja seit Jahren endlich mal bessere, spezifischere Medikamente zu finden als das Cortison. Aber das Beste, was wir immer noch zurzeit haben, und das ist auch Stand 2018 so, ist das Cortison in inhalativer Form. Sie können das Cortison einatmen und dadurch kommt es zu einer Verminderung der Entzündungsreaktion. Allerdings muss man sagen, dass viele große Studien durchgeführt worden sind und der Stellenwert der inhalativen Cortisontherapie bei der COPD immer noch sehr stark diskutiert wird. Das heißt, das ist eine sehr individuelle Therapieentscheidung und ich werde Ihnen gleich noch zeigen, wie man sich versuchen kann, sich dem zu nähern, aber man muss mit dem Cortison aufpassen, weil wenn es nichts bringt, dann sollte man es natürlich lieber nicht nehmen, weil es auch Nebenwirkungen haben kann, lokale Nebenwirkungen, auch ein erhöhtes Infektionsrisiko wird diskutiert. Also das muss man individuell sehr, sehr gut besprechen mit dem Facharzt.
Dann kann man Cortison natürlich gerade im Rahmen von Exazerbationen geben, um, wenn es wirklich einen sehr starken akuten Entzündungsschub gibt, und das hilft ja immer wieder, da sind wir auch sehr froh darüber. Allerdings sollte das wirklich nur im Rahmen von Exazerbationen geben, und es gibt inzwischen hier eine ganz klare Aussage: Als Dauertherapie ist Cortison systemisch, also Cortison-Tabletten, wirklich nicht zu empfehlen. Auch hier mag es Ausnahmen geben, die können wir aber nicht ausreichend gut vorhersagen, sodass man das als Basis, denke ich, so stehen lassen kann. Das Roflumilast wurde gerade schon erwähnt. Das ist ja jetzt eine dieser neuen Entwicklungen, wo wir jetzt ein bisschen spezifischer als das Cortison versuchen wollen, die Entzündungsreaktion zu hemmen. Das ist, die Erwartungen waren sehr groß an das Medikament, aber Sie haben auch gerade eben gesehen, letztendlich scheint es nur bei den Patienten mit sehr, sehr häufigen Exazerbationen einen Effekt zu haben. Wir brauchen also hier sicherlich auch noch neue und bessere Medikamente, weil natürlich das Cortison als Tablette wahnsinnig viele Nebenwirkungen hat. Vor allen Dingen Probleme in der Praxis sind natürlich Blutzuckerentgleisungen, aber natürlich auch die Langzeitnebenwirkungen, Osteoporose, also Knochenbrüchigkeit und Stammfettsucht und andere Muskelabbau, die wir natürlich hier zu beklagen haben. Also, wir versuchen immer, wenn es irgendwie geht, die Medikamente inhalativ zu verabreichen, und hier gibt es eben unterschiedliche Kombinationen. Und was sich schon gezeigt hat, ist, dass diese fixen Kombinationen häufig doch noch stärker wirksam sind als die Einzelsubstanzen. Also, wenn Sie noch viele unterschiedliche Inhaler haben, kann das auch mal eine Diskussion sein mit dem Facharzt, ob man da nicht besser zu fixen Kombinationen gehen soll. Es hat sich gezeigt, dass die fixe Kombination von den kurzwirksamen Medikamenten eine noch effektivere bronchiale Erweiterung verursachen kann. Das Berodual, was wir in Deutschland haben, dann die fixen Kombinationen von Lama-Laba sind in unterschiedlichen Studien untersucht worden. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass der Stellenwert der inhalativen Corticosteroide immer noch diskutiert wird, aber es gibt ja jetzt die Triple-Kombination, dass Sie also in einem Inhaler Lama, Laba und ein inhalatives Corticosteroid haben, und hier gibt es sicherlich auch eine Patientengruppe, die davon profitiert, aber das muss man im Einzelfall wirklich mit dem Facharzt diskutieren. Es wurde schon auf die Antibiotika hingewiesen, und das ist so ein bisschen mein Heimthema. Ich bin auch Infektiologe, und in diesem Zusammenhang beschäftige ich mich auch wissenschaftlich vorrangig mit Atemwegsinfektionen. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Es gibt Studien tatsächlich, die gezeigt haben, dass Patienten mit schwerer COPD und vielen Exazerbationen davon profitieren können, wenn man denen längerfristig Antibiotika gibt. Aber hier ist ein Antibiotikum nicht gleich Antibiotikum. Hier sprechen wir eigentlich immer über die Makrolide. Makrolid-Antibiotika ist also eine Gruppe von Antibiotika, die für Atemwegsinfektionen vom Spektrum her geeignet sind. Aber das ist gar nicht das Ziel dieser Therapie. Das Ziel ist gar nicht, jetzt ständig die Bakterien abzutöten, sondern das Ziel hier ist, eine andere Eigenschaft dieser Antibiotika viel mehr zu nutzen. Die haben nämlich eine entzündungshemmende Komponente. Es ist im Prinzip eine Art Cortisonersatz eigentlich, als Dauertherapie. Und das ist das, warum man glaubt, dass das wirklich funktioniert, dass es gar nicht so sehr an der antibiotischen, also an der bakterienabtötenden Eigenschaft liegt, sondern eben an der entzündungshemmenden Eigenschaft. Aber man muss sehr vorsichtig sein. Es gibt ein paar Studien, die Ergebnisse sind eigentlich sehr vielversprechend, aber wir wissen eigentlich gar nicht genau, was wir alles da auch an Problemen auf uns zukommt. Auf der einen Seite wissen Sie natürlich, wenn Sie Antibiotika nehmen, kann das zu Resistenzen führen. Das heißt, Bakterien können resistent werden dagegen. Die sind dann nicht mehr empfindlich, und das hat sich auch gezeigt. Die Makrolid-Antibiotika sind Medikamente, die können im Dauereinsatz zu einem Hörverlust führen. Das ist sowieso schon ein Problem, wenn man älter wird. Und wenn man dann noch Makrolid-Antibiotika nimmt, dann kann also das Hörvermögen noch weiter abnehmen. Das muss man als Patient wissen. Gott sei Dank ist das in den meisten Fällen reversibel. Das heißt, wenn man die Medikamente dann stoppt, kommt das Gehör wieder zurück. Aber ein weiterer Punkt, aber der Punkt, der mir am meisten Sorgen bereitet bei der Dauertherapie mit Makroliden, ist die erhöhte kardiovaskuläre Mortalität. Sie haben ein erhöhtes Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, akute Ereignisse zu entwickeln. Auch das muss man wissen. Man kann das vorher so ein bisschen besser einschätzen, wenn man EKG macht und auch eine gute Anamnese, gegebenenfalls auch noch eine weiterführende
Herzuntersuchung macht, aber auch das muss man einfach als Patient wissen. Also auch hier sicherlich nicht der heilige Gral jetzt der COPD-Therapie und man muss eben sehr, sehr aufpassen. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal ein Makrolid-Antibiotikum genommen hat. Akut kann das eben doch auch Magendruck und Übelkeit machen. Das ist halt eben ein Antibiotikum, das darf man auch nicht vergessen. Also wir wissen, dass es Effekte gibt, aber auch hier sehr kritisch zu diskutieren. Darauf ist schon hingewiesen worden, ich will das nur noch mal kurz erwähnen, Frau Lang hat das ja sehr eindrücklich gesagt, es gibt eben diese speziellen COPD-Patienten, die einen Mangel haben an den Protease-Inhibitoren und die kann man eben substituieren. Das sollte immer einmal getestet werden, vor allen Dingen bei bestimmten COPD-Formen, wo es zu einer Blasenbildung eher in den unteren Bereichen der Lunge kommt, in den Unterlappen. Also wenn Sie das haben, dann sollten Sie wissen, ob Sie so einen Protease-Inhibitor-Mangel haben. Was haben wir noch für Medikamente? Ja, der Schleim ist natürlich immer ein Problem, die sogenannten Mukopharmaka, Medikamente, um den Schleim aufzulösen. Da gibt es unterschiedliche. Da kann man immer einen Therapieversuch machen, weil der Vorteil von den meisten Mukopharmaka ist, dass sie relativ nebenwirkungsarm sind. Also gerade das N-Acetylcystein, das Fluimizil oder andere Handelsnamen, ist hier ein Medikament, was man gut probieren kann. Bei manchen Patienten hilft das und es gibt tatsächlich auch deutsche Studien, unter anderem, die gezeigt haben, dass die Exazerbationsraten hier drunter sich leicht verbessern. Kann man sich ja auch vorstellen, im Schleim sammeln sich ja die ganzen Bakterien und Viren auch und wenn der besser aus der Lunge wieder rauskommt, dann haben die natürlich auch weniger Chancen, tatsächlich hier eine Entzündungsreaktion auszulösen. Also das ist wichtig. Antitussiva, das sind Medikamente, um den Hustenreiz zu vermindern. Das kann ja vor allen Dingen nachts sehr störend sein, dass man keinen vernünftigen Nachtschlaf mehr bekommt, weil man so viel husten muss. Das ist schwierig. Dann sollte man eher versuchen, den Grund zu finden. Woran liegt das? Gibt es andere kausale Therapien? Weil nur den Husten zu blocken, ist schwierig und ist auch nebenwirkungsbehaftet, also sicherlich nichts, was man dauernd machen kann. Und gibt es noch die Vasodilatatoren, das steht hier, das sind Medikamente, die die Blutgefäße erweitern sollen, aber da muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein, das ist etwas, was wir nur in sehr seltenen Fällen überhaupt untersuchen, aber auch die Indikation dafür wird nur sehr, sehr selten gestellt. Also, wir haben Leitlinien, die uns helfen, das Krankheitsbild gut einzuteilen und darauf Schweregrad basiert auch eine Therapie vorzuschlagen. Sie sehen, das ist jetzt hier mal so ein Übersichtschart, den wir dann nutzen, wie er in der Leitlinie steht. Das ist alles die Theorie. Die Praxis ist leider eine ganz andere. Und das ist jetzt eine ganz aktuelle Studie, die ist gerade publiziert worden aus Italien. Ich habe es extra dahin geschrieben, weil in Deutschland sind wir natürlich viel besser. Aber das ist vielleicht leichter, über die Studie aus Italien zu sprechen. Sie sehen hier einmal die unterschiedlichen Goldstadien und Sie sehen, was an Therapien verabreicht wird in Italien. Und da sehen Sie eigentlich, dass das nicht mit dem übereinkommt, was wirklich in den Leitlinien vorgeschlagen wird. Und hier diese Kuchenabbildung ist eigentlich noch viel überzeugender. Sie sehen hier das Dunkelblaue, das bedeutet die Patienten, die wirklich nach Leitlinie behandelt werden. Und das Rosafarbene, die Patienten, die nicht nach Leitlinie behandelt werden. Und da sehen Sie, dass das in den unterschiedlichen Krankheitsstadien, Sie müssen das so lesen, erst kommt C, dann D, dann A, dann B. Das geht ein bisschen durcheinander. Das hat einen bestimmten Grund, ist jetzt aber egal. Sie sehen aber, dass die blauen Kuchenstücke teilweise erschreckend groß sind. Das heißt, auf der einen Seite wird die Leitlinientherapie vielleicht nicht verordnet oder kann gar nicht durchgeführt werden aus bestimmten Gründen. Da gibt es jetzt vieles, was uns jetzt Anlass geben sollte, darüber nachzudenken. Also die Umsetzung dieser Leitlinien und dieser ganzen Theorien in die Praxis ist eben nicht so einfach und das muss uns auch als Leitlinienersteller natürlich zu denken geben und das müssen wir mitnehmen, um unsere Leitlinien auch zu verbessern, weil am besten wäre es natürlich, wenn wir klare Leitlinien haben, die auch in der Praxis so nachgelebt werden. Ich möchte noch einen Punkt kurz erwähnen, das sind die Opioide, also die morphinartigen Medikamente. Auch das ist eine valide Therapieoption zur Behandlung der Luftnot. Und ich möchte das hier explizit erwähnen, weil viele Patienten da auch Bedenken haben oder Angst davor haben. Es gibt aber hier gerade, gab es noch einen guten Übersichtsartikel, der sich auch sehr stark hier auf diese Übersichtsarbeit bezieht. Die Effekte im Lindern der Luftnot durch Opioide sind eindeutig wissenschaftlich belegt.
Die Dosis, die gegeben wird, ist häufig niedrig und es gibt kein Abhängigkeitspotenzial. Sie werden nicht zum Junkie, wenn Ihnen der Facharzt hier ein Opioid zur Behandlung der Luftnot verabreicht. Ja, und das ist wissenschaftlich ganz eindeutig belegt. Und hier ist nochmal die neue Cochrane-Analyse, die ganz klar zeigt, Sie sehen, es sind viele Studien durchgeführt worden, die ganz klar zeigt, dass die Opioide hier zu empfehlen sind, bei den Patienten einfach, um zumindest mal die Luftnot ein wenig zu verbessern. Es ist auch eine individuelle Therapieentscheidung, aber wichtig, dass Sie das wissen, es gibt da noch etwas mehr als eben nur die inhalativen Medikamente. Auf die Schutzimpfung ist schon hingewiesen worden, ganz wichtig, jetzt die Grippeschutzimpfung durchführen und natürlich die Pneumokokkenimpfung entsprechend der Empfehlung, sodass ich zusammenfassen möchte, es ist wichtig, dass wir Leitlinien haben. Die Leitlinien fassen, die sind evidenzbasiert, die stützen sich auf die wissenschaftlichen Untersuchungen, die wir haben, aber sind immer komplettiert durch die Erfahrung der Leitlinienautoren und der Leitliniengruppe, wo wirklich die erfahrensten Kollegen zusammenkommen, um das zu diskutieren. Und da wird auch sehr, sehr intensiv diskutiert. Und auch die Patientenvertreter werden in der Zukunft viel mehr hier noch eine Rolle spielen in den Leitlinienprozess, in die ERS. Also die Europäische Gesellschaft macht das ja schon vorbildlich. Und ich denke, auch in Deutschland werden wir das zunehmend, haben wir unterschiedliche Organe, die ja schon jetzt dabei sind, wo im Prinzip Patienten auch vertreten sind. Das ist ganz wichtig, dass wir da nicht aneinander vorbeireden. Aber sie geben uns wirklich eine objektive Evidenz und klare Empfehlung. Ich glaube, der größte Fortschritt aktuell besteht eigentlich darin, dass wir das Krankheitsbild immer besser verstehen. Ja, und das ist ein langer Prozess, das ist auch bei vielen anderen chronischen Krankheiten so. Das dauert einfach lange. Wir erkennen die Komplexität. Die medikamentöse Therapie ist nur ein Baustein. Wichtig ist halt eben, dass man das immer mit jedem Patienten individuell, den man ja häufig über viele, viele Jahre begleitet, auch immer wieder neu thematisiert und auch versteht, wie hat sich das Krankheitsbild entwickelt, sind neue Komponenten dazugekommen, neue Therapieansätze. Das ist wichtig. Wir müssen gucken, dass wir die Leitlinien besser in der Praxis noch umsetzen. Da gibt es viele Punkte, wie man das machen kann. Wirklich neue Wirkprinzipien gibt es nicht. Das haben Sie jetzt auch gemerkt am Ende meines Vortrags. Vieles davon werden Sie an Medikamenten schon kennen. Wir arbeiten an neuen Wirkprinzipien, aber die müssen alle erst noch klinisch validiert werden. Es besteht also weiterhin ein großer Forschungsbedarf und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.